Du sagst, die Praxis des Bewegtbildes ist zugleich in technisch in rasende Bewegung versetzt worden und sozial versteinert. Und was mich besonders interessiert hat oder erstaunt hat, war, dass du gesagt hast, im Grunde ist im Artrans-Bereich und im Experimentalfilm-Bereich dieselbe Form von Segmentierung eingetreten wie im Mainstream-Bereich. Das würde aber doch jetzt die Arthouse-Leute sehr ärgern und sie würden es auch bestreiten wollen. Da kann ich ja Ihnen leider jetzt nicht helfen. Also ich glaube, das lässt sich natürlich auf eine soziologisch beobachtende Weise erklären. Man muss halt einfach sich mal an ein Arthouse stellen und Zuschauer und Plakate und Filme anschauen. Dann weiß man, dass da etwas passiert ist, was man Entropie nennen kann. Ne? Also das heißt, ein ganzes System hat sich energetisch nach unten gestuft, als System zu überleben, weiß nicht, oder weil so viele verschiedene Elemente dazugekommen sind. Und dieser Zustand ist irreversibel, wie man weiß. Das heißt, es sei denn, eben eine andere Kraft kommt dazu oder sowas, ein Bach fließt wieder hinein oder so. Ach so, ja, sicher, genau. Oder man halt von Förster, man schüttelt von außen an den Glas, genau, damit einige Haken locker werden, genau, und sich anders verbinden können. Ne? Aber ich sehe keine Instanz, die schüttelt oder auch keinen Bach, der fließt. Also insofern würde ich sagen, man kann so ein System dann einfach seiner geruhsamen Verlandung überlassen und muss das gar nicht böse sehen oder sowas. Wenn meint, dann gehen halt Leute in die Arthouse-Kinos, die es geruhsam haben wollen, die nach einem anstrengenden Tag ein bisschen Bildung haben wollen oder sonst, oder ein Feel-Good-Gefühl mit nach Hause nehmen. Das ist ja nichts Böses oder so etwas. Nee. Es ist nur keine Energie, die noch wirklich etwas bewirken kann. Also jetzt mal weg, jenseits von diesen wertvollen oder auch gewissen Routinen, die man gar nicht schlecht machen will, das würde ich auch sehr unterstreichen. Es geht auch gar nicht darum, sozusagen den ganzen NDR sein Existenzrecht abzusprechen. Die machen teilweise schöne Radioprogramme, ja, die machen teilweise interessanten politischen Journalismus mit der Zeit zusammen oder mit der Süddeutschen arbeiten die ja zusammen. Man würde eben nur sagen, 30% dessen, was dringend fehlt und was vielleicht als Reserve auch in diese nomadische Arbeit, wenn wir die mal so nennen, rein müsste, wird halt da blockiert und fehlgeleitet und ist einfach durch behördeninterne Logik stillgestellt. Und das geht nicht, weil da kann man eben nicht drauf warten, weil man wartet sonst einfach ein, zwei Generationen zu. Mindestens eine ganze Generation. Ja. Interessant ist, das ist ja tödlich. Das ist absolut tödlich. Also ich denke, dass Redundanz etwas ganz was anderes ist als einfach nur überflüssiges Zeugs, sondern jede Redundanz ist ein Besetzen von Raum und Zeit. Ne? Und jede Redundanz bedeutet eigentlich auch, dass das, was reduziert oder redundantiziert wird, eigentlich nicht mehr stimmt. Das stimmt nur noch durch die Vermehrung. Ne? Durch die Quote sozusagen, durch den statistischen Augenschein. Genau. Oder auch, selbst wenn die Quote wird ja auch mittlerweile gefälscht, genauso wie das Rating. Genau. Sage ich jetzt mal so. Da müssen wir mal von ausgehen. Das ist ein kühner Verdacht. So weit habe ich noch nicht gedacht. Ich habe mir gedacht, die Quote, da kannst du dich drauf verlassen. Genau. Aber wenn das wie der Wolf ist beim ADAC, dann wird schon längst an der Quote gedreht. Also wir glauben prinzipiell mal nichts mehr. Nee. Dann müssten wir doch wieder Alternativen finden zu argumentieren jenseits von Quote. Dann kann man eigentlich nur kulturell argumentieren. Und in dem Sinne sagst du eben auch, dass im Grunde der Diskurs, der das leisten kann oder die Praxis, muss verbunden sein mit einem Kino oder einer Produktionspraxis, die wieder nomadisch wird. Da sympathisiere ich eigentlich sehr mit und andererseits weiß man, das haben wir jetzt auch gerade gesehen, auf Hiddensee kommt das Feuerwehrauto vorgefahren, packt die Leinwand aus und führt Stummfilme von Charlie Chaplin vor mit Geige und Musik. Nee, also in Südrügen war er nicht auf Hiddensee. Ist das nicht mit nomadisch gemeint? Das ist nicht mit nomadisch gemeint. Genauso wenig wie ein Tourist schon ein Reisender ist oder sowas. Ne? Aha. Also ein Nomade ist tatsächlich jemand, der um sein Leben reist.
Das ist das Entscheidende. Also nicht jemand, der mal den Standort wechselt oder so etwas, sondern nomadisch leben bedeutet sozusagen die Bezugsgröße in die Zeit zu versetzen vom Raum. Ne? Und das heißt, ich muss woanders hin, weil ich es muss, nicht weil ich es kann weil ich was zu erobern habe. Eben. Nomadisch, glaube ich, ist auch das Gegenteil von erobernd. Das ist vielleicht ganz wichtig, ne? dass der Nomade immer auf die Gastfreundschaft der Leute angewiesen ist, zu denen er kommt. Und nicht, dass er denen auf die Schädel haut oder sowas. Ne? Was ist eine entscheidende Verbesserung? Jede Entscheidung ist schon mal gut. Weil wir also was unsere Kultur anbelangt, ja, in so einer ganz grotesken Anti-Entscheidungskultur leben. Ne? Also wenn man sich vorstellt, die Kultur hat immer so zwei Möglichkeiten oder zwei Notwendigkeiten. Deswegen tun wir uns mit dem Begriff schwer. Also die Kultur beinhaltet einerseits das Kultivieren, und also das benehmt euch. Wir haben meines Erachtens nach, so wie wir so vieles zugelassen haben, haben wir auch zugelassen, dass unser Kulturbegriff viel mehr in Richtung Disziplinierung geht, als in Richtung von Schaffen von Freiräumen. Kulturtext, der plötzlich Räume bietet, die die Natur vorher so gar nicht hatte, die abgewonnen wurden noch und so weiter. Genau. Kultur einfach als... Am Anfang des Films ist es was anderes als nach dem. Genau. Und das ist genau entgegen letztendlich unserer Alltagsstruktur oder sowas, weil wir immer fragen, was habe ich? Wo habe ich mich verbessert? Habe ich einen Robert Brankamp-Film gesehen? Dann muss ich mehr wissen oder muss mich moralisch verbessert haben oder irgendwas muss ich da dafür kriegen. Das ist ein Deal irgendwie sowas. Ne? Mhm. Und wenn man sagt, nee, das ist es gar nicht so, sondern im Gegenteil, so, du hast mehr Raum gekriegt. Möglicherweise bist du auch ein bisschen ratloser oder sowas, aber auf eine schöne Weise. Ne? Mhm. Und dann, glaube ich, wird sich diese politische Ökonomie auch völlig ändern, weil die Situation des Künstlers gesellschaftlich neu definiert wird, als wie ein Arzt oder wie ein Forscher oder sonst was. Ne? Mhm. Aber zugegeben, auch die Ärzte werden ja prekarisiert. Mhm. Also es ist die Frage, jetzt ist erstaunlich, du sagst, und das denke ich im Augenblick auch, ich denke, dass eine Stiftung Bewegtbild, die sagen können, wir machen dieses Experiment und jenes und dafür brennen wir auch gerne nochmal bewusst eine Million. So. Und wir werden 10 Filme so stark finanzieren, dass die auch im bestehenden Fördersystem aber komplett ohne Fernsehen machen können. Ja. Und wir finden irgendwelche Alternativen zur Förderbürokratie, indem wir in die Lostrommel greifen oder bestimmte Leute, ein paar muss man wählen, irgendwelche Leute müssen am Anfang sozusagen sagen, die und die, die wählen wir aus und jeder von denen kriegt 2 Carte Blanche. Ja, genau. So, und dann macht. Ja. Und das fände ich schon wichtig. Andererseits und könnte mir auch so eine Stiftung Bewegtbild durchaus vorstellen. Man könnte sich sogar vorstellen, dass da mit ein paar Stipendien und so weiter ist, dass sinnvoll gestaltet werden kann. Andererseits hast du aber auch gesagt, die Stiftung ist eigentlich etwas, wo du nur als Mahner mitmachen könntest. Im Kuratorium der Mahner, in der Mahnerrunde. Ja, auch solche Institutionen zerfallen natürlich immer sozusagen in die Protagonisten und die Zweifler. Der eingebaute Zweifel, dieses Erbe der Aufklärung sollten wir doch mit uns noch im Rucksack mitschleppen können bei unseren nomadischen Bewegungen. Okay, also das ist ganz wichtig, dass keiner meint, es gibt die hundertprozentige Lösung und so wird es gemacht und so funktioniert. Sondern wenn alle wissen, dass wir uns auf ständige Experimente einlassen und keines von denen sagt,
Das ist das Ergebnis, auf dem wir aufbauen können. Wir bauen keine Städte mehr, sondern wir gehen von einem Experiment zum anderen. Das ist ganz wichtig. Und dann ist eine Stiftung gut. Aber nur dann, wenn sie auch demnächst wieder aufgelöst wird. Also die Stiftung müsste sozusagen in der Satzung haben, dass sie nur 10 Jahre existieren. Sowas zum Beispiel oder sowas. Oder sie muss sozusagen die Leute einladen, schon während sie funktioniert, nach den nächsten Modellen zu suchen. Sie muss sozusagen ihre Nachfolger schon mitfinanzieren, möglicherweise. Ne?